Ja, Baby! Hi, Kali, freut mich. Nice to meet you. Gerade angefangen, oder? Ne, Wavy ist gerade fertig, John macht jetzt sein Set. Welche Party willst du? Ich werde am Ende der Bühne ein bisschen weg. Viel Spaß, viel Vergnügen. Super, danke. Perfekt. Stabile Bruder, trink Wasser. Trink mehr Wasser. Gute Stimmung. Stay hydrated. Trimax hier. Bro, ich bin so müde. Ich hab richtig gut gepennt, ne? Geht. Ja, alles geht. Ich geh duschen. Nein, geht Wasser. Aha. Und dann? Ja, vorher ausziehen. Ja, okay. Drunter stellen, Wasser an, läuft überall. Danach? Kommt dann auf die persönliche Präferenz an. Entweder ja. Shampoo oder Gel. Haargel. Nee, Duschgel. Okay. Hand oder Körper? Überall. Auch gerade. Ich krieg das schon hin. Was geht? Ich glaube, ich erzähle mal ganz kurz, warum ich überhaupt hier bin und was gestern war. Das war gestern Köln. Wir sind gerade auf der Cybergen-Tour und irgendwie bin ich auch mit dabei. Es ist mega. Und heute sind wir in Saarbrücken. Und Saarbrücken ist sehr schön und es ist eine sehr schöne Venue hier. Was sagst du? Saarbrücken ist sehr schön. Saarbrücken ist sehr schön hier, oder? Ich finde, Saarbrücken ist mit eine der schönsten Städte, wo ich bis jetzt war. Der Bus hat mitten auf der Straße geparkt und dann bin ich so in Unterhose rausgegangen. Da standen schon so Leute da, die so geguckt haben, so gewunken haben. Ja, war schön. Ja, und morgen geht's nach Leipzig und ich dachte einfach, dass ich die ganzen Tage mal mitnehme. Und falls ihr noch Tickets haben wollt, könnt ihr die natürlich in der Videobeschreibung noch kaufen. Ich bin zwar die nächsten Gigs dann nicht mehr mit dabei, bleibt sie leider nicht mehr, weil da sind erstmal ein paar Off-Days in Köln, dann fahre ich weiter mit Jody selber in Urlaub. Aber ich glaube, die kriegen das hier auch ganz gut alleine ohne mich hin, oder? John, sei ehrlich, eigentlich geht's auch ganz gut ohne, oder? Nein, das hältst du deine Schnauze! Schaut euch mal die Venue an. Geht was essen und dann machen wir mal Soundcheck. Er springt aus dem Fenster auf den Bus. Darf man auf den Bus drauf? Du schon. Schaut mal, hier sind unsere Duschen. Toilette. Get out of my room and play Minecraft! So, und jetzt zeige ich euch mal unser Catering, unser Essen. Guck mal, was es hier Leckeres gibt. Brötchen, Käse, Salat, Penne vegan, mein Fuß, Melone, Salat, Tee, Brötchen, Penne vegan, leckere Tee, Kaffee, Müsli. Deine Mutter. Deine Mutter. Mit der inhaltsloseste Vlog, den ich jemals gemacht habe. Wir schauen uns jetzt die Venue an. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das alles so Backstage ist. Das ist voll interessant. Und zwar geht's hier lang. Okay, hier haben wir die Bühne. Hier haben wir Khalil. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Hey, schön, dass du da bist. Wir haben, glaube ich, heute 500 Leute um den Dreh hier. 400, 500, glaube ich, 600 sogar. Ist tatsächlich leider Gottes der schwächste Tourtermin, den wir bis dato haben. Ist aber okay. Weil die anderen Städte deutlich stärker sind. Bruder, das ist voll der Club. Guck, mit Lounges und Tables. Hier ist also die Stage. Und ich erkläre mal ganz kurz den Aufbau. Wir haben tatsächlich hier LED-Cubes. Da und da nochmal. Und hinten ist eine LED-Leinwand und dann gibt es hier nochmal diese Röhren und die flashen so. Und da ist auch schon einer der Artists. Also er baut hier mit auf. Das ist John. Seine Mission ist aufzubauen. Cool, cooles Teil. Bist du kurz in der Lage zu erzählen, wie es ist, vor so vielen Leuten aufzutreten als großer Star? Ja, ist ganz schön. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf die Bühne und gucken es mal oben an. Lauf nicht so weit weg, sonst verlierst du dich. Ah nee, hier, guck mal, ich bin wirklich falsch gelaufen, Bro. Ah ja, guck mal. Hier ist auch noch eine Bar. Ist voll die geile Venue aber, oder? Ist voll die interessante Bühnenform auch und voll die interessante Venueform, weil die so lang gezogen ist und nicht so weit nach hinten rausgeht. Die ist halt mit Kabuki hier vorne abgehangen so. Beim feuchten Gruppe. Cool. Nice, das sind auf jeden Fall diese LED-Cubes. Mega schön. Hier ist die Kommandozentrale. Und das ist alles. Dich nicht filmen? Warum? Aber keiner weiß, wie du aussiehst, ne? Ja, kennt mich auch keiner. Ist cool, 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 Sido, cool. Bisschen aus wie, du siehst aus wie Bushido, bisschen auch, ne? Cool, Alter, nice, Bushido. I'm the bad guy. Passt genau der gleiche Effekt. So, guck mal hier. Insane. LED-Wand, Khalil, dope. Ich glaube, gleich erzähle ich euch mal, warum ich eigentlich mit dabei bin, weil das habe ich immer noch nicht aufgeklärt. Es wirkt so ein bisschen, als wäre ich so random mit dabei, aber es hat tatsächlich einen Hintergrund. Ein LED-Hintergrund.
so. Ich habe mir eine passende Location ausgesucht, um kurz zu erzählen, was meine Aufgabe hier ist, was meine Rolle ist. Actually, ich habe keine Ahnung, aber ich hatte... Manuel! Was? Wir machen hier gerade ein Interview. Ja, es geht um... Leben und Tod auf der Toilette. Leben und Tod auf der Schrägtoilette, genau. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich habe einfach das Label, glaube ich, mit gegründet und mit auf die Beine gestellt, so mit bisschen Geld und Kontakten, und deshalb bin ich jetzt mit dabei und ich finde das sehr cool, unterstützenswert, was die Jungs und Kim und Lou und alle drumherum, die hier irgendwie involviert sind, machen. Also das ist eine ziemlich krasse Aufgabe. Ich finde es insane, dass wir es geschafft haben, ein eigenes Musiklabel mit einer sehr, sehr gut verkauften, teils komplett ausverkauften Tour in verschiedenen Städten, außer halt Saarbrücken, auf die Beine zu stellen innerhalb von einem halben Jahr. Ich meine, es ist jetzt gerade September, glaube ich. Es ist Anfang September, Ende August. Wir haben jetzt innerhalb von einem halben Jahr so viele Sachen released. Wir haben ein großes Social-Media-Following in einem halben Jahr aufgebaut. Klar ist da eine Menge Reichweite, die von uns mit reingeflossen ist, aber trotzdem ist es halt krass, dass wir es jetzt geschafft haben, so eine Tour zu spielen und so viele Solo-Projekte, coole Musikvideos und all das zu verwirklichen. Und ja, das war so ein bisschen die Vision. Wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr im Herbst zusammengesetzt und gesagt, oh, eigentlich sollten wir ein Label gründen. Und ja, jetzt sind wir hier und spielen eine Deutschland-Tour, was schon ziemlich insane ist, was schon ziemlich sick ist. Und ja, keine Ahnung, ich bin halt bei den Meetings dabei und gebe immer Input und Kontakte und bin einfach da, wenn man mich braucht. Das ist meine Aufgabe. Das ist voll schön, oder? Yeah, man! Kannst du hier rauf und dann aus? Danke. Okay. Das für dich. Haben wir leider nur Guest 1 für dich, Tony. Ja, das ist ja auch meins. So, und die anderen sind nicht hier, aber das Publikum ist schon da. Saarbrücken, seid ihr gut drauf, oder was? Hallo, mein Fake Friend, dich und dein Label. Saarbrücken, danke schön. Dieser Bispo ist so cool. So cool. Nicht gehen. Hey Simi, bist du aufgeregt? Es geht. Bist du gerade nicht in deiner Lieblingsstadt? Nee, hier sind anscheinend die Nazis. Das hat nie jemand gesagt. Nee. Kleiner Schwanz! Kleiner Schwanz! Kleiner Schwanz! Meine Haare jetzt so, weil alle gesagt haben, das sieht gut aus. Und wenn ihr das anders seht, schreibt es mir in die Kommentare. Peace out. Jetzt ist Soundcheck, wir sind gerade in Leipzig. Boah, ich muss mich daran echt gewöhnen, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das so legit rocken kann, keine Ahnung. Guck mal, ich muss meine Seiten wieder schneiden. Ich bin so eine eitle Missgeburt. Richtig. Leipzig, Venue, sehr schön, ist so wie so ein Wohnzimmer hier. Liebe es halt, hier zu sein mit diesen Leuten und diese ganzen Gespräche über Kreativität und Kunst und Musik, kreatives Schaffen, Content, alles, was ich nicht kann, peace out, mit denen zu haben, ist einfach echt blessing. Das ist eine gute Zeit hier, die wir haben. Ich zeige euch mal kurz die Venue. Das Badezimmer, sehr schön. Und hier vorne haben wir ein unglaublich geisteskrankes Buffet. Hier gab es heute Morgen Sandwiches, Pancakes, richtig geile Pesto gerade gehabt, Linsensuppe und hier frisches Gemüse, Alter. Also ganz ehrlich, die Verpflegung dieser Tour ist wirklich insane. Und das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, dass die Stimmung... Ey, ihr kennt das alle. Stimmung bleibt immer oben, wenn es was zu essen gibt. So, wir gehen mal kurz rüber. Ich kann nämlich jetzt oben auf den Balkon gehen. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Das ist die Venue. Jetzt diese geilen Neonröhren. Und hier ist halt die Bühne. Und das ist ganz süß, weil die Bühne ist ziemlich zusammengestaucht. Das ist alles sehr klein. Normalerweise ist zwischen diesen beiden Würfeln immer voll viel Platz. Hat so ein bisschen was von der Theaterbühne, finde ich. Hier sind später, glaube ich, 600-700 Leute, die hier den Raum füllen werden. Also es ist echt eine coole Location. Bin mal gespannt, wie der Vibe in Leipzig ist. Yeah, yeah, jetzt ist Soundcheck-Time. Ich gehe auch mal runter. Guck mal hier, Leute. Ist einfach so im Steampunk-Western-Theme hier alles. Und hier draußen sieht's auch so geil aus einfach. Guck mal, wie nice das hier ist. Sehr schön hier, oder? Ja, schon. Hey Simon, entspann dich, okay? Wo sind die
Ja, cool. Dankeschön. Sweet! They all there! Guck mal, wir haben Cybergen-Bier und zwar Landstreicher-Bier. Das passt ganz gut, oder? Hüdinger Helle. Ja, ja, genau. Nice. Adi zeigt uns jetzt ein Geheimnis. Hier vor dir gibt's den Merch. Und hier ist der Einlass. Die warten alle nur, dass du auf die Bühne gehst und sagst: Bist du gut drauf oder was? Dive inside mind again. Oh, mit Kabuki. Ja.